So, einmal kurz Fabian und dann haben wir noch den Sergios, bevor wir euch entlassen für heute. Also einmal Stand der Dinge zum 3. Oktober. Wie es mir mein Gefühl damals gesagt hat, als ich das bei der Pressegruppe beschlossen habe, das besaune ich jetzt mal so raus. In Leipzig gibt es jetzt eine größere Demonstration. In Düsseldorf, in München gibt es auch Leute, die was ansetzen. In Berlin, in Hamburg gibt es schon was sehr gut Organisiertes. Und es gibt in Hannover unsere Aktion. Es ist schon Norden, Süden, Westen, Osten. Ja, haben wir alles dabei. Es gibt aber, und das finde ich das Schöne, und das ist das, was auch nochmal hier gleich übergreifend zu den Mahnwachen sagen werde. Es gibt ganz andere Ideen. Ne? Zum Beispiel der Andreas Popp, ähnlich, ich habe das jetzt nicht von dem oder so, zufällig die gleiche Idee, 3.10., ein Tag der Wahrheit, wo die Journalisten selber mal nur die Wahrheit schreiben oder die Klappe halten sollen. Ja? Das ist von der Seite aus. Von der anderen Seite aus gibt es am 3. Oktober auch einen Aktionstag gegen eine NATO-Hauptzentrale hier in Deutschland, das immer mehr ausgebaut wird auf von unseren Geldern, um den Krieg gegen Russland zu koordinieren. Bitte, macht noch viel mehr draus. Macht in allen Städten irgendwas draus. Macht jeder für sich persönlich das aus dem 3. Oktober, was er drunter versteht, wenn er mal die Welt bewegen will, wenn er mal an diesen Grundsatz glaubt, ja, ich kann was tun. Dann soll er das tun. Und wenn er nur wenigstens für sich das eben, wie ich es immer wieder sage, tun kann, sich mal eine Wutrede irgendwie, sich frei zu reden, mal bei seiner Wahrheit anzukommen. Das ist ja vielleicht viel wichtiger, als die Lügen der anderen irgendwie aufzubrechen. Also, unter der Gruppe bundesweiter Flashmob vor Pressezentralen bei Facebook könnt ihr nochmal reinschauen. Da sind die verschiedenen Städte und Aktionen aufgelistet. Ich tue da alles rein, was am 3. Oktober passiert, weil dieser Tag an sich soll einfach eine Symbolik haben. Ein Tag der Einheit auch von allen Bewegungen, auch von den Linken oder von anderen Bewegungen, die hier erstmal nicht mit einsteigen. Werdet an diesem aktiv, lasst uns ein Zeichen setzen, wir sind das Volk, wir machen nicht mehr länger mit, wir wissen, was da passiert und wir stehen auf. So, das ist so der Orga vom 3. Oktober, also falls jetzt noch irgendwer in, wo ist denn die Lücke, Kassel, wäre jetzt nochmal zentral gelegen, egal, über jede Mahnwache, organisiert euch mit den anderen Mahnwachen zusammen, macht coole Aktionen. Und wer nicht zu dieser Bewegung gehören möchte oder nicht über Mahnwachen was machen will, macht was ganz anderes. Macht einen Tag gegen Polizeigewalt, ist mir völlig Wumpe. Nur tut etwas. Und was, das wollte ich und werde ich nie vorschreiben. Und da komme ich zur Überleitung. Vorhin bin ich ein bisschen energischer geworden. Da kam eine Frau her. Und die hat dann als erstes die schöne Frage gestellt, ja, wer steht denn dahinter? Also nochmal, hierhinter stehen alle Menschen, die in dieser Welt etwas bewegen wollen, die sich gegenseitig neutral informieren wollen und die eine Grundlage dafür schaffen wollen, dass dieses System ein Ende findet. Diese Menschen stehen dahinter oder auch davor oder daneben und jeder ist eingeladen, ein Teil davon zu sein. Und wenn irgendwer hier auf einmal diese Sache anmelden will, dann freut sich ein Rick oder eine Angela oder wer anders, der das bisher immer machen musste. Ja super, da habe ich mehr Platz für einen anderen Job. Und die zweite Sache, was ich total daneben finde, ist, wenn Menschen kommen und sagen, ja, wie ihr das macht hier, das bringt ja nichts. Bitte, ey, jetzt werde ich wirklich mal stinksauer, wenn irgendwer da draußen ist, der eine bessere Idee hat, wie man diese Welt befreien kann von Leid und Elend, von dem Mist, von dem Geldsystem, dann mach es! Aber laber mich nicht mehr voll. Ich hab davon die Schnauze voll. Mach selber was Besseres. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen. Jeder, der irgendwie sich hier drüber lächerlich machen will, macht sich lächerlich, wenn er nicht selber was auf die Beine stellt, verdammt. So viel dazu. Nochmal was aus dem alten Griechenland. Das Ideal, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Wenn ich 84 bin, werde ich die Tour de France gewinnen. Ja. Super. Danke dir und danke Fabian. So.